Willkommen zurück zu Let's Play Witcher 3. Komisches Intro, nicht wahr? Intro, wenn man das jetzt so bezeichnen kann. Ja, es stürmt. An dem Ort der Macht hinten war ich, ja. Ja, genau. Auftrag, Mulre Dablin, genau. Neue Aufnahme. Spät in der Nacht für mich tatsächlich. Ich habe es tatsächlich verpasst. Ich bin im Rückstand beim Aufnehmen. Ich habe mir Pläne gemacht und habe es dann nicht eingehalten. Geil. Habe ich ja letztens darüber gesprochen, dass ich ja wieder nach Plan aufnehmen will, damit wieder regelmäßig Folgen kamen, weil das war ja in letzter Zeit sehr sporadisch. Ne? Also sehr sporadisch. So, außerdem kam es in den Kommentaren vermehrt, und damit meine ich zweimal, zu dem Wunsch, dass die Folgen 30 Minuten lang sind. Okay. Ja. Wenn ihr das wollt, dann erfülle ich euren Wunsch natürlich. Oh, hier liegt ein Toter. Wahrscheinlich einer von den Gestrandeten. Ich wundere mich, dass die Viecher, nenne ich sie jetzt mal, die noch nicht gefressen haben. Naja. Also, wir erkunden das Gebiet, in dem die Betrunkenen gesehen wurden, mit Hilfe unserer Hexersinne. Deswegen sind wir eigentlich hier. Also, Folgen sind jetzt 30 Minuten lang, oder ich werde mich bemühen, sie 30 Minuten lang zu machen. Ab und zu werde ich wahrscheinlich keinen Schnittpunkt finden. Und dann werden sie, ja, 40 Minuten oder 50 Minuten. Ja, hoffentlich keine 50 Minuten, weil das ist in letzter Zeit viel zu oft passiert. Es war ja eigentlich 40 Minuten. Und dann habe ich mir letztens die Videos angeguckt, also die Länge der Videos angeguckt, der letzten paar Wochen. Die waren ja schon irgendwie über 50, 52 Minuten, teilweise eine Stunde. Viel zu lang. Das ist auch für mich besser. Muss ich ehrlich zugeben, weil dann brauche ich nicht so viel aufnehmen in der Woche. Sondern kann einfach sagen, hier, 30 Minuten, Krabben. Beziehungsweise... Das muss das Fanggebiet sein, das Rorik erwähnt hat. Was für Krabben? Hä? Ich weiß auch schon, wo wir hin müssen. Da ist eine Höhle. Ganz zufällig. Was für Krabben. Geralt, wovon redest du? Was für Krabben? Ich bin falsch angekommen. Vielleicht hätte ich hier mit dem Boot hinfahren sollen. Jennifer hat ja auch gesagt, wir sollen nach Süden fahren. Oben... Fahren, hat sie gesagt. Ja, nicht laufen oder reiten, sie hat fahren gesagt, um zum kaputten Wald zu kommen. Der Gestank, das sind Ertrunkene. Das Nest muss in der Nähe sein. Die Fallen stinkt nur nach Ertrunkenen. Das ist ja widerlich. Weißt du was, ich warte mal bis zum nächsten Tag. Nee, komm, wir gehen sowieso gleich in die Höhle. Das ist egal. Da rein. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Das überrascht mich jetzt. Vielleicht. Schon wieder dieser Gestank. Schleim und verrottender Fisch. Vielleicht sollte ich mal Ertrunkenenöl auf meine Waffen auflegen. Vielleicht sollte ich sie mal damit einschmieren. Was war das? Nekrophagenöl, ne? Ich sehe gerade, ich kann da noch eine Rune drauf machen. Wieso habe ich das bisher nicht gemacht? Da gab es irgendeinen Grund für. Aber ich weiß nicht mehr welche. Irgendeinen Grund gab es, dass ich auf meine Schwerter keine Runen gemacht habe. Ich glaube, weil ich nur kleine oder normale habe. Und Verbesserung entfernen kostet Geld. Und weil ich gedacht habe, ja, die tausche ich das sowieso wieder aus. Aber die Stufe 18, die wird mir noch eine Dienste leisten. Also gut, dann Chance auf Vergiften, Einfrieren, Zeichen, Betäuben. Betäuben ist gut. 3% Adrenalingewinn ist ja auch nicht schlecht. Chance auf Bluten, komm. Genauso wie bei den Rüstungen, da habe ich auch noch ein paar Sachen.
Quinn. Ich sehe schon, worauf es hinausläuft, und zwar auf Quinn, auf ein Quinn-Bild. Ich glaube, ich werde wieder auf ein Quinn-Bild gehen, also Bärenrüstung holen und dann, also eine schwere Rüstung, der ich nicht viele Zeichen brauche, weil eine schwere Rüstung hat ja nicht so viel Ausdauer wie eine leichte oder mittlere Rüstung. Also das ist jetzt nicht der Plan, aber so wird es wahrscheinlich drauf auslaufen, darauf wird es auslaufen, verbesserte Katze, so. Brauche ich keine Fackel rausholen. Naja, Tote. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Igitt. Hä, ich bin gelevelt? Was wollte ich gerade sagen, weil, bevor ich mich selbst unterbrochen habe? Genau. Es wird ja vermutlich, nehme ich mal an, wieder auf schwere Rüstung hinauslaufen, einfach weil ich die Bärenrüstung so geil finde. Ich finde, die sieht am besten aus. Für die, die wissen, wie die aussieht, für die, die nicht wissen, glaubt mir einfach, wenn ich sage, die sieht geil aus. Jo, mehr kann ich nicht machen. Das bedeutet, dass ich nicht so viel Ausdauer haben werde, was wiederum bedeutet, ah, da sind sie, dass ich nicht so viel Zeichen wirken kann, was bedeutet, dass Quinn mein bester Freund sein wird. Knochen? Beckenknochen, ganz zerkratzt, lange, breite Klauenspuren. Ja, sowas. Da sind Ertrunkene. Da geht's weiter, aber... Weißt du was, ich töte erstmal die Ertrunkenen. Oh, noch mehr Ertrunkene. Was heißt hier noch mehr? Das sind die ersten, die wir sehen, Geralt. Höre ich mich oder sehen die Ertrunkenen auf Skellige leicht anders aus? Hehe, explosiv, das war so nicht geplant, aber. Also, ich wollte mich selbst nicht treffen. Aber sie schon. Da war Gas. Oh Gott, nicht schon wieder. So kann ich doch nicht looten. Also falls da irgendwas ist. Was ist das? Ein Stück rostige Rüstung. Zerfällt mir in den Fingern. Dann ist die aber schon sehr verrostet. Dann liegt die hier schon sehr lange. Ein Monsterlager, aber sicher nicht das eines Ertrunkenen. Hm. Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Ade, Fackel, Katze. Hallo, Fackel. Na gut, dann gehen wir erstmal hier entlang. Ich sehe gar nichts. Ja, so ein bisschen hier. Ich sehe so leichte Silhouetten. Okay, da geht's raus. Alles klar, ein alternativer Eingang oder Ausgang aus der Höhle. Hm. Okay. Wer? Kann ich da hochklettern oder? Nee, sieht nicht so aus. Ich mach mal Hexersicht an, falls irgendwo hier Kisten rumliegen. Musik, du kannst gleich wieder verschwinden. Wir sind gleich wieder in der Höhle.
in der ich nichts sehe. Aber ist ja auch klar, hier ist kein Licht. Übrigens, apropos Musik auf Skellige. Ich habe das schon mal erwähnt, glaube ich. Also in Wielen, aber der Liedtext von dem Gesang. Menschenknochen. Nicht zerbrochen, aber das Mark fehlt. Dazu braucht man eine lange, dünne Zunge. Also ein Gruftweib oder was? Der Liedtext ist entweder, ich habe das nicht mehr ganz genau im Kopf, entweder ein Hochzeitslied oder der Gesang einer Frau nach ihrem verstorbenen oder verschollenen Ehemann. Also der Text ist, ich glaube, war das skandinavisch? Also ja klar, skandinavisch ist ja keine Sprache. Ich weiß gerade nicht, welche. War das polnisch? Ich glaube, es war nicht polnisch, das gesungen wird, sondern ich glaube, es ist. Ist es norwegisch, finnisch oder schwedisch oder irgendwie sowas. Irgendeine skandinavische Sprache, vielleicht sogar polnisch. Und da geht es um den verstorbenen oder einen verschollenen Mann, glaube ich. Oder es ist ein Hochzeitslied. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich muss das nochmal gucken. Fast unberührt. Für später versteckt. Ertrunkene tun sowas nicht. Nee, dafür sind sie zu blöd. Das gleiche mit der Kuh. Es sind also keine dummen Kühe. Ah, wann war der schlecht? Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Ja. Interessantes Monsternest. Bootsreste, zerrissene Segel und Leinen. Seglerdekor, könnte man denken. Der Gestank, die Spuren an den Leichen, das muss das Lager eines Wasserweibs sein. Die haben einen guten Geruchssinn. Sie wird nicht wiederkommen, solange ich hier bin. Das heißt, sie lebt ja mit Ertrunkenen zusammen. Vielleicht kann ich mir aus deren Drüsen einen Extrakt zubereiten und meinen Geruch damit überdecken. Darf ich kurz anmerken, dass wir das in der Vergangenheit noch nie tun mussten? Und ich fragen will und das jetzt auch tue, warum nicht? Weil das voll die geile Idee ist, sich auf Monster vorbereiten zu müssen. Ich wünschte, das gäbe es viel häufiger. Dass ein Wasservibe tatsächlich nur kommt, wenn man naja, sich eben in Alter, what the f... Ach, da war eine Wolke, die ich nicht gesehen habe. Ich will die Leichen plündern, aber ich glaube, die kann man gar nicht plündern. Also, dass man sich tatsächlich auf so einen, ja, ich sag mal, größeren Kampf vorbereiten muss. Obwohl ein Wasserweib ja nicht mal ein größerer Kampf ist. Es ist ja einfach nur ein Ding. So, bevor wir das Wasserweib holen, kann ich ja schon mal hier... Ne? Kann ich ja schon mal plündern. Schema Heuler, das ist ein Schwert, glaube ich. Überlegenes Ogroidenöl. So. Also, wir sollen die komische Dame anlocken. Beziehungsweise so tun, als ob wir nicht da wären. Vorher, ja, meditiere ich nochmal ein bisschen, um meine Tränke wieder neu herzustellen. Dann folgendes. Ich hab's ja schon gemacht. Das wäre natürlich cooler, wenn ich die alchemistischen Zutaten tatsächlich nicht hätte. Das hätte irgendwie mehr Stil. Würde das Spiel aber auch vielleicht unnötig in die Länge ziehen. Weiß ich nicht. Ich finde, man hat in Witcher 3 ja allgemein viel zu viele alchemistische Zutaten. Beziehungsweise zu viele Zutaten, die man gar nicht braucht. Müsste man sich eigentlich aufschreiben, welche Zutaten man noch braucht und den ganzen Rest verkaufen. Das ist irre viel Geld. Garantiert. So, genug geplaudert. Ertrunkenen Zeugs hier. Ertrunkenen Pheromone. Ertrunkene greifen den Hexer nicht an.
Das sollte das sein, was ich glaube, dass es ist. So. Huch, weißer Honig gut aufgebraucht. Das ist ja interessant. Und Katze. Hauen wir uns auch wieder rein. Und dann erneuern wir unseren Nekrophagen. Unser Nekrophagenöl mal. Zur Sicherheit. Das müsste reichen. Und jetzt auf die Lauer gelegt. Hinter den Bogen. Überraschung! Hey, ihr dürft mich nicht angreifen! Abaya, was ist denn das für ein Name? Der Trank lügt! So, deine Gefährten sind tot. Ich weiß nicht, ob es deine Liebhaber waren oder so, ist es mir egal. Alter, hörst du auf damit. Ich will nicht züngeln. So. Das war's. Tagesstern. Toll. Wie viele exotische Waffen habe ich hier jetzt schon bekommen? Das ist jetzt die dritte, oder? Exotisch, legendär, was auch immer. Ah, das Trophäenmesser. Ich hab's ja vermisst. So, kurz heimlich was getrunken. Alles klar. Das wär's dazu erledigt. Abaya ist Geschichte. Welch großartige Tat. Davon werden die Nachfahren der Skelliger noch berichten, wenn wir schon lange tot sind. Wenn ich die Geschichte richtig verkaufe. Ich hätte mir wirklich ein Boot holen sollen. Jetzt will ich zurück nach Kertrolde. Darf ich zurück nach Kertrolde laufen, ohne einen richtigen Pfad zu haben, glaube ich sogar. Na gut, ich kann auch durch den Wald gehen. Oder ich könnte Plötze holen, aber ich habe Angst, dass Plötze einfach nur gegen die Bäume rennt. Oder eher die Befürchtung. Aber wo keine Bäume sind, kann plötzlich ja nicht. Wollte gerade sagen, kann ich plötzlich ja nicht gegen Bäume rennen, aber plötzlich spawnt halt direkt in den Bäumen. Das ist so ein blödes Pferd. Komm schon, Plötze. Was ist das da? Ach, der Handelsposten. Oder was auch immer das hier ist. Musik. Ach, Kertrolde, beziehungsweise der Hafen von der Jungfrau, Mutter und Mutter. Wer, wie die Tele? Nee, Skelliger haben ihren eigenen Glauben. Erledigt. Dies ist der Beweis. Was soll ich denn mit einem Meerteufel? Was zur Hölle ist denn das? Ein Wasserweib. Alt und gerissen. Sie war das Problem.
Ich habe in meinem Leben ja schon viel Geschmeiß gesehen. Muränen, neun Augen, Blobfische. Aber sowas noch nie. Deine Belohnung. Wohlverdient, Hexer, wohlverdient. Wundert mich nicht, dass er die bisher noch nicht gesehen hat. Die leben ja in Höhlen. Und er ist Fischer. Ich verdiene mehr. Nee, danke. Komm. Danke. Bis dann. Ich hätte auch mehr verlangen können, weil wir auf Ertrunkene verhandelt hatten und nicht auf einen Wasserweib. Aber ich will mal wissen sein. Komm jetzt. Welcher Wald ist denn hier verflucht? So, ich warte mal bis 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens. Ach, das kann ich jetzt nicht tun. Die Sonne geht in Wichser. Ich sag immer Wichser. In Witcher. Um 4.21 Uhr auf. Ungefähr. Oder 4.30 Uhr. Komm schon, Plätze. Das bedeutet, ich warte bis 4 Uhr. Und das war's. So. Was war denn questmäßig am nächsten? Ich finde das sehr schade, dass die Sachen nicht mehr in der Map angezeigt werden, wenn sie in der Nähe sind. Beziehungsweise, dass die Nebenquests nicht auf der Map angezeigt werden, wenn... Ja, wenn sie nicht aktiv sind. So, also so als inaktive Map-Quest quasi. Also Herr von Undwig auf keinen Fall. Quint, Skelliger Stil, besiege Moissack und irgendwie... Ja, oh, nö, der weiß ja nicht, wo der ist. Such beim Obelisten nach einem Diebeslager. Ich glaube, das war's sogar, ne? Ich weiß gar nicht, wo der... Ah, wenn ich raten würde, müsste, würde ich jetzt mal sagen, das hier ist bestimmt der zerstörte Wald. Wieso sagt sie dann, ich soll nach Süden fahren? Genev hat gesagt, ich soll nach Süden fahren. Wenn das hier der Wald ist, und ich glaube, das ist so, dann macht das doch gar keinen Sinn. Hätte sie doch sagen sollen, fahr nach Westen, nach Osten und dann nach Süden. Mit Boot. Sie hat gesagt, fahr nach Süden. Ja gut, ich meine, irgendwann wäre ich dann da angekommen, ne? Hätte ich halt einmal um die Insel rumfahren müssen. Blöde Frau. Heya! Dann suchen wir aber vorher beim Obelisken nach einem Diebeslager, denn das Schwert Kilju wurde gestohlen. Schneller. Ich glaube, das war's. Und das müssen wir zurückbringen. Dafür werden wir bezahlt. Auch wenn ich mit dem Auftraggeber tatsächlich gar nicht gesprochen habe und ich nicht weiß, wie viel gezahlt wird. Solange gezahlt wird. Und eigentlich ist das ja nicht die Arbeit eines Hexers. Es ist ja kein Monster schlechten. Es sei denn, man zählt Banditen als Monster. Das habe ich auch schon mal gesagt, ne? Eigentlich macht das keinen Sinn, dass wir als Geralt diese Nebenquests annehmen und lösen. Das macht für den Charakter an sich keinen Sinn eigentlich. Oh, schöne Burgruine da hinten. Da kommen wir sicherlich noch hin. Ja, siehst du, 4.21 Uhr und es wird heller. Eine verlassene Stätte. Noch mehr ertrunkene Tote. Aber viel mehr als auf... Aha. Wir sind aber schon deutlich mehr als auf dem Festland. Ich wünschte, ich hätte meine Pirouette. Oft getroffen. Daran muss ich arbeiten.
Ja, das war's mit dem Sonnenaufgang. Den haben wir jetzt sowieso verpasst. Jetzt wird die Zeit vorgespult. Ach ja, eine gute Tat. Ach, Sonnenaufgang doch nicht. Hä, 19.04 Uhr, Sonnenuntergang. Gut, Sonnenaufgang verpasst. Dafür haben wir Sonnenuntergang. Toll. Ich warte trotzdem bis zum Sonnenaufgang jetzt. Die Sonne geht auf Skellige aber echt spät auf. In jedem anderen Land geht die um 4 Uhr auf. Und hier geht's einfach mal bis um. Hier geht's erst um 5 Uhr auf, oder was? Tatsächlich. Was? Der Jarl hat mich rufen lassen? Oder hat jemanden rufen lassen? Der auf meine Beschreibung auf? Hä? Welcher Jarl? Das ist mir neu. Sieh dich vor den Banditen im Hochland vor. Darf ich dein Schwert halten? Nein. Das ist zu gefährlich. Sie brauchen ziemlich lange. So verdient man sich Respekt ins Gellige, Geralt. Genau so. Woher weißt du meinen Namen? Ich habe ihn dir nie verraten. Nein. Autsch. Was bringt dich her? Ich würde mir gerne mal deine Waren ansehen. Ich wette, sein Papa hat aber keine Katzenaugen gehabt. So, oh, Tagesstern. Sehe ich das richtig? Die ist besser? Nee. Ist sie nicht. Schade. Bringt Geld ein. Mehr aber auch nicht. Ihr hat nicht besser. Wieso nicht? Schema, Rüstung der Impera-Brigade. Benötigt Stufe 30. Toll. Will ich das haben? Eigentlich nicht. Nilfgaardische Wächterrüstung. Auch nicht. Was ist die Impera-Brigade? Rüstung des Ehrenvolkes. Gesellenrüstungsreparaturset. Oh, ein Schema dafür. Das kann doch nicht schaden. Große Irdenglyphe, das kann auch nicht schaden. Axiglyphe, nö. Große Igniglyphe. Artglyphe. Quenglyphe. Das sind ja sowieso die drei Zeichen, die ich hauptsächlich benutze. Im Kampf Irden gegen alles, was sich irgendwie schnell bewegen kann. Könnte ich theoretisch auch gegen Gruppen von der Truppen benutzen. Axi? Nee. Nicht Axi. Igni. Und Quen. Axi kann aber auch ganz witzig sein. Aber benutze ich persönlich nicht. So. Also, der gute Mann hat sonst nichts weiter, aber ich kann ihm noch seinen Gambeson verkaufen. Und jetzt könnte ich theoretisch, wenn ich mich nicht irre. Aha. Keine alchemistischen Zutaten, oder was? Nee, nur Handwerkszutaten. Schade. Aber das müsste ich mir auch mal aufschreiben. Ich müsste mir eigentlich aufschreiben, was ich alles brauche und was nicht. Oder beziehungsweise nur aufschreiben, was ich noch brauche, um irgendwelche Sachen herzustellen. Und den Rest verkaufen. Schütze zu Yennefers Gemach. Gewöhnlicher Gegenstand. Aha. Er ist also gewöhnlich, ja? Ist nichts Besonderes. Scheuklappen für Rennpferde. Ja, die kann ich verkaufen, die brauche ich nicht mehr. Mittagserscheinungstrophäe, 5% Bonuserfahrung. Ja, die habe ich auf mehrmals. Leb wohl. Der Stahl, der zischt, die Funken fliegen, alte Runen in der Klinge liegen? Ach nee. Ja, war nicht schlecht. Ein Rittersporn bist du aber nicht. Ach, Plötze. Ich vergesse immer Plötze. Ich will irgendwie immer zu Fuß laufen. Schlimm. Ich will mir eine Zeit nehmen. Ich glaube, ich muss hier hoch. Ich glaube, ich bin vorbeigeritten.